Eine weihnachtliche Adventsgala mit viel Musik präsentierten die Mitglieder der Gagu Zwergenhilfe am Samstagabend im Schermbecker Rathaus. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Herbst- und Frühlingsveranstaltungen stattgefunden haben, entschied man sich in diesem Jahr erneut, die Adventszeit als Rahmen für den Galaabend zu nehmen. Den Hintergrund der Veranstaltung erklärte uns die erste Vorsitzende des Vereins, Gudrun Gerwin. Ja, wir haben ja unser Projekt in Afrika, um uns einfach nochmal Präsenz zu zeigen. Wir sind noch da, es geht noch weiter. Wir werden auch Filmausschnitte sehen von unserer Arbeit in Afrika, dass der Zuschauer sich auch einen Eindruck verschaffen kann, was ist mit den Spendengeldern, die wir im Laufe der Jahre eingesammelt haben, passiert. Die Gagu Zwergenhilfe wurde gegründet 2006, ist entstanden aus vielen, vielen Ideen und viel Idealismus. Ziel ist, Menschen, vor allen Dingen Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind, zu unterstützen, zu fördern, schnell und unbürokratisch, ohne große Anträge. So sind wir hier in Schermbeck gestartet und sind dann irgendwie eines Tages nach Sierra Leone gekommen und da hat uns der liebe Gott nicht mehr rausgelassen aus der Nummer. Seit 2008 sind wir dort vor Ort tätig. Wir haben vorher schon immer seit 2002 die Empathy Camps unterstützt und jetzt sind wir aber regelmäßig dort, haben ein Kinderhaus gebaut, haben das ergänzt um ein Ausbildungszentrum in zwei Bereichen, Bäckerei und Näherei. Und jetzt findet eine Kooperation mit den Rotariern Lippe-Issel statt und wir wollen zusammen eine Krankenstation errichten. Auf der Bühne gab es natürlich wieder ein unterhaltsames Programm. Schauen wir mal rein. Ich erinnere mich nicht mehr. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Many kaliki maka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Zusätzlich wurde wieder die goldene Laterne vergeben. Diese wird verliehen an Menschen, die den Verein in besonderer Weise unterstützen. Stellvertretend für den Rotary Club Lippe-Issel nahmen Helmut Ackmann und Klaus Friedrich diese entgegen. Die Rotarier unterstützten die Gagu Zwergenhilfe mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro. Das Geld kommt der geplanten Krankenstation zugute. Also ich sagte eben schon, wir sind ein Service-Club. Und Service-Clubs haben vor, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn man hier die Chance bekommt, vor Ort Leute zu treffen, die sich dann in der Welt, wo es nicht so schön ist wie bei uns, sich so gut auskennen und unmittelbar helfen können, war das für uns überhaupt die Gelegenheit, die Helmut damals als Präsident am Schopf ergriffen hat und hat genau das gemacht, was die Präsidenten nach ihm auch gemacht hätten, nämlich die Chance wahrgenommen, mit den Gagus zusammen in Sierra Leone zu arbeiten. Ja, wir sehen ja die Armut, wir sehen ja die Probleme, die dort herrschen, die Probleme, die in ganz Afrika herrschen. Die sind ja nicht irgendwo wegzuwischen, sondern sind ja ganz, ganz deutlich, auch gerade in so einem armen Land wie Sierra Leone, ganz deutlich zu erkennen. Und da müssen wir helfen. Das ist sogar eine Pflicht von uns und das wollen wir auch. Und wir haben uns dafür entschlossen, sehr konzentriert in den nächsten Jahren auch dort weiterhin das zu machen. Ich lasse los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu.